So, jetzt sind wir den Bäckersteltrail gefahren. Jetzt haben wir hier am Mutzkopf hoch. Der Jay fährt vorne dran in der Gondel. Ich hoffe, man sieht's. Ja, Bäckersteltrail war mega geil. Bin mal gespannt, was uns jetzt noch so erwartet. Und dann schauen wir mal. Ich meine, das ist der Gary Trail. Dann schauen wir mal, was der Gary so kann. Um zum Gary Trail zu kommen, muss man erst ein Stück den Kreuzmoos Trail nehmen. Steil und rumpelig, kann man aber alles rollen. Da links jetzt, oder? Genau, und am Ende von diesem bisschen längeren, steileren Stück kann man, wie gesagt, alles rollen. Ganz breit hat man ganz viele Lines, wo man fahren kann. Dann kommt unten dieses Wurzelstück ganz am Ende, da gibt es aber rechtsrum auch eine Chicken-Line oder Umfahrung. Ja. Du sagst, dazwischen den Bäumen, das kann man rollen. Ja, ja. Gut. Wenn Jay sagt, das kann man rollen, hat das bisher immer gepasst. Also wird es heute auch so sein. Kacklein, aber gerade noch gerettet. Wow. Ja, das ist schon nicht ohne hier. Ich denke mal, das ist das Wurzelstück, was Jay meinte. Rechts soll eine Chickenline sein. Naja, die ist auch ganz schön heftig, würde ich sagen. Kurz sammeln und dann los. Wir sind ja nicht zum Halma-Spielen da. Jo. Nicht schön, aber selten. Weiter? Jo. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ich hab dich jetzt gleich gefilmt. Macht nichts. Pass mal auf, meine Banane auf hier. Oh fuck. Wenn wir noch schnell rüberschieben müssen. Irgendwas gucken und dann habe ich aber ein bisschen Anlauf die Linie getroffen. Also das ist nicht selbstverständlich. Ja. Okay. Jo, gerne. Entweder geht der Gary Trail hier los oder es ist bereits die erste Kreuzung. Auf jeden Fall sollten wir jetzt auf dem Gary sein. Falscher Gang. Ich hab's schon mal verpasst. Ich war jetzt halt völlig im falschen Gang für den Anstieg. Ach, das ist Chicken Line und das ist das Anspruchsvolle. Wow, oh.
Planung. Das habe ich so auch noch nicht geschafft hier, aber gut. Ja, alles gut. Wenn nichts passiert, ist es gut. Naja, habe ich jetzt die Chicken Line erwischt? Scheiße. Really geiler Scheiße. Mega geil, der Roller da oben. Ja. Jetzt ein bisschen schneller dann. Ja, schauen wir mal, wie schnell ich werde. Mega geil, Alter. Alles klar. Dann einfach im Trail hinterher, denke ich. Jetzt noch den Riatschwegele Trail 1 und 2 fahren, dann sollten wir wieder im Tal sein. So, und der Trail, da drüben.
Hätten wir gleich durchfahren können, oder was? Nee, nee. Geht's geradeaus weiter blau und rechts rot. Musst du ja überlegen, wie du Bock hast. Ja, rot klingt doch gut, oder? Ja, es ist ein bisschen schwierig reinzukommen in die Kurve, weil es staubig ist, aber wen tut's auf jeden Fall? Ich schau mal, vielleicht erwische ich auch blau, keine Ahnung. Ist auch egal, bleib mal. Sorry. Oh, Scheiße. Hätte ich wahrscheinlich eh nicht gemacht. Ja, jetzt ein kurzes Abhillstück vom Mutzkopf wieder rüber zur anderen Bahn. Ich weiß den Namen gerade schon wieder nicht mehr. Aber egal. Aber der Ausblick ist so mega hier. Wahnsinn, oder? Ja, Leute, das war meine erste Abfahrt am Mutzkopf. Jay hat sich einen geilen Trail rausgesucht, finde ich. Ich bin mal gespannt, was er mir jetzt noch alles zeigt. Das seht ihr dann in den nächsten Videos. Bis dann. Ciao.